Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Space Quest 4. Wir befinden uns in Space Quest 10, die Latex Base von Estros. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind in der Einkaufspassage. Da haben wir ein Schwerelosigkeits-Skate-O-Rama. Die Rollschulläufer scheinen Spaß zu haben. Diese angenehmen Laufbänder schieben die Kunden durch die Einkaufszentrum, ohne dass sie müde werden und dadurch mehr Geld ausgeben können. Da gehen wir doch gleich mal drauf und schauen uns mal an, was wir so alles finden. Oh, was haben wir da? Software. Aus irgendeinem Grund gibt es hier einen Menschenauflauf. Was ist denn da drin los? Außerirdischer, die zwei Kerle von Andromeda signieren ihre letzten Programmversionen. Oh, die kennen wir doch. Aber ich glaube, da können wir gerade nichts machen. Was haben wir da? Wahnsinn, ein Autobugs, Geldautoautomat. Jawohl. So. Du spielst da mit den Knöpfen, aber die Maschine reagiert darauf nicht. Aber vielleicht können wir was mit der Karte hier machen. Identifikationstest negativ. Offensichtlich bist du keine blondhaarige Frau. Welche Überraschung. Okay, das heißt, das geht so nicht. Was ist das hier? Ready Shock, ein Dandy-Geschäft. Da gehen wir mal rein. Da kommen wir anscheinend rein. Wahrscheinlich befindet sich nicht allzu viel in diesem Roboterknopf. Dieses Modell ist nicht auf Kundengespräche programmiert. Du musst dich über seinen Touchscreen-Brustmonitor mit ihm unterhalten. Anleitung. Willkommen im Radio Shocks automatischen Katalog. Lassen Sie uns Ihr Tor zu all den wunderbaren, guten und neuen elektronischen Dingen des 24. Jahrhunderts sein. Auf den Seiten unseres automatischen Katalogs finden Sie Geschenke für die ganze Familie. Für Vater sehen Sie sich am besten im Bereich elektronischer Zubehör die Auswahl an Real-Rustig-Stereo-Komponenten an. Für Mutter haben wir im Bereich elektronische Mama eine große arbeitssparende Geräte und andere Eherleichterungen. Aha. Für Tochter und Sohn werfen Sie am besten einen Blick auf die neuesten Roboter aus unserer Technotots-Spielwarenabteilung. Ja, wie rückständig, was Frauen und Männer, also das Klischees angehen. Naja, gut. Einkaufen Sie in unserem automatischen Katalog ist so einfach wie das Schütteln Ihrer künstlichen digitalen Arme. Benutzen Sie Ihre Maus oder die Tab-Taste, fahren Sie damit auf den gewünschten Artikel und betätigen Sie ihn, indem Sie Eingabe oder die linke Maustaste drücken. Sollten Sie nicht mehr wissen, was Sie gerade gemacht haben, kehren Sie einfach zum Hauptmenü zurück und beginnen Sie von vorne. Wir danken Ihnen, dass Sie Radio Shock für all Ihre elektronischen Bedürfnisse gewählt haben. Wir wissen, dass Sie finden, was Sie suchen. Wenn nicht, liegen wir falsch und Sie sollten woanders einkaufen. Ihr Radio Shock Manager. Sonderangebote. Was hat er denn da alles? Diese speziellen Sonderangebote sind nur bestimmte Zeit erhältlich. Erhältlich sind sie nur, solange sie vorrätig sind, ohne Umtauschrecht. Einige dieser Angebote sind entweder Ausstellungsstücke, zerkratzt, verbeult oder sonst irgendwie in einem schlechten Zustand. Keine Garantie, ausdrückliche oder stillschweigende, wird gewährt. Kein Um- oder Austausch. Der Re-Shrink Warp 2000. Arbeiten Sie für ein großes Software-Verkaufsgeschäft? Nehmen Sie gerne Artikel nach Hause, um damit Ihre Firma zu prellen? Der Re-Shrink Warp 2000 versiegelt jede Größe eines Softwarepakets wieder. Ist dieses Spiel neu oder gebraucht? Nur Sie wissen das mit Bestimmtheit. Lassen Sie Ihre Kunden raten. Nur für Wiederverkäufer bitte 1333 Bakasuits. Du-A-Funky-Telefonbeantworter. Das Spitzenmodell unter dem Hightech-Telefonbeantwortern. Kein gewöhnliches Modell. Tragen Sie ihn einfach bei sich. Wenn Sie Ihnen eine Frage gestellt wird, wird der Du-A-Funky korrekt antworten. Sollte er die Antwort nicht kennen, redet er einfach. Er beteiligt sich nicht an politischen oder religiösen Diskussionen.
117 Bakatorets ausverkauft. Käsemagier 2. Mit mehr als 350 vorprogrammierten Käsesorten wird Ihnen der Käsemagier 2 sofort sagen, was die ideale Serviertemperatur für Ihren herrlich stinkenden Gorgonzola oder den davonlaufenden Brie ist. Ein Muss für alle Käsefreaks. Funktioniert nicht bei Sprühdosenkäse. 25 Bakatorets. Momentan nicht erhältlich. Automatischer Katalog ist wahrscheinlich der hier, oder? Ja, das ist der hier. Willkommen in unserem automatischen Katalog. Bitte wählen Sie aus folgenden Abteilungen. Elektronisches Zubehör, die elektronische Mama, Techno-Tots Spielwarenabteilung. Schauen wir mal hier rein. Real Rustic Falschkomponenten Schweizer Armee Mikro Unterhaltungscenter. Die erste komplett ausklappbare Unterhaltungscenter sieht wie eine echte Miniaturkomponentenanlage aus und hat in einer 10x15 großen Militär-Biskuit-Schachtel Platz. Die Anlage besitzt einen CD-Spieler, rückständig, einen Plattenspieler, ein Doppelkassettendeck mit Hyper-Wow und Mega-Flatter. Einen zusammenfaltbaren 84 digitalen Farbprojektions-Multischirmfernseher, Zapfenzieher und Zahnstocher. Batterielebensdauer ohne zu mohren, 17 Wochen, 2200 Bakatorets bestellt. Momentan nicht erhältlich. Ja, das sieht man schon. Wir werden irgendwas brauchen, aber man sieht auch schon, was wir... Bisher haben wir nur eine einzige Sache gehabt, die auch an die 1000 Bakatorets kostet und sonst nichts. Der Real Rustic TM Dodecaphonischer Ringsherum Soundprozessor. Haben Sie je bemerkt, wie flach und gewöhnlich normale Stereo, quintophonische oder oktophonische Aufnahmen tönen? Mit den Real Rustic TM Dodecaphonischen Ringsherum Soundprozessor scheint Ihre Musik aus 12 verschiedenen Richtungen zu kommen. Von vorne, von hinten, von beiden Seiten, von 4 Punkten dazwischen, von oben, von unten, von innen und von den Nachbarn in den oberen Wohnungen. Oh Mann. 877 Bakatorets Produktion eingestellt. CD-Girom-TV. Besser als CD-ROM, CD-G, CD-I und CD-TV. Der Real Rustic CD-Girom-TV kann alles, was andere können und noch viel mehr. Er akzeptiert alle oben genannten Formate und kann zusätzlich qualitativ hochstehende Laserdisc-Filme abspielen. CD-Girom-MT wird von einem der nächsten Jahrhunderten sicherlich populär. 842 Bakatorets, wahrscheinlich Auslieferung, Sommer 2735. Portables Pocket-Paul-Terminal. Das hört sich jetzt an, als ob wir das brauchen könnten für unser Pocket-Paul. Sagen Sie uns, ist das eine komplette Workstation in Ihrer Tasche oder sind Sie nur froh, mich zu sehen? Jetzt können Sie die ganze Leistung eines dummen Terminals mit sich herumtragen, ohne Ihren Overall zu zerknittern. Ausgerüstet mit einem VUGA-kompatiblen Monitor, wirklich unglaublicher Grafikadapter, Bazooka-artiger Tastatur und Colgate-artiger Maus. 2001 Bakatorets. Moment mal, nee, das haben wir doch schon, oder? Das haben wir doch schon. Muss ich nochmal nachschauen, aber ich glaube, das ist das, was wir in der Tasche haben. Pocket-Paul Anschlussstecker. Ah, ja, wir haben diesen Pocket-Paul, genau. Wenn Sie ein stolzer Besitzer der allzeit populären portablen Pocket-Paul-Terminals sind, haben Sie zweifellos erkannt, dass es ohne passende Anschlussstecker ziemlich wertlos ist. Glücklicherweise ist unser exklusiver Pocket-Paul-Anschlussstecker genau. Heute zum Sonderpreis von nur 1.999 Bakatorets erhältlich. Kaufen Sie ihn jetzt, bevor die Preise noch höher schießen. Ja, ich glaube, den brauchen wir wahrscheinlich. Die Frage ist nur... Wie kommt man ans Geld ran? Der Akronymisierer. In der heutigen Hightech-Welt gibt es einfach zu viele Akronyme, die Sie wissen sollten. Das resultiert dann in Chaos. Kollektives Hightech-Akronym-Observation-Syndrome. Mit diesen handlichen Taschenübersetzer tippen Sie einfach das Akronym SBWM ein und sehen sofort, dass es eigentlich WGN bedeutet. 212 Bakatorets, nicht erhältlich in der Galaxis Galeria, Alpha Centauri und den Poreria-Geschäften.
Okay, das war's auch schon. Also hier haben wir eigentlich nur diesen Anschlussdings. Und ich glaube, dann brauchen wir das Geld von der Karte. Das heißt, wir müssen uns als Frau verkleiden, als blondhaarige Frau. Schauen wir aber nochmal bei der elektronischen Mama rein. Heieiei. Viel zu lesen heute. Der Eismann Tascheneismaschine, dieses Wunder moderner Ingenieurskunst, passt in jede Hand- oder Seitentasche und produziert pro Stunde 7 Kilogramm Eiswürfel. Wählen Sie zwischen Eisschollen, Eiswürfeln, Eiskugeln oder Eistrümmern. Benötigt separat verkaufte Mini-Wasserstoff- und Sauerstoffkanister. Brechen Sie damit auf Ihren Partys das Eis. 300 Backers-Rates vom Hersteller zurückgerufen. Epigia. Jetzt können Sie diese vom Luft lebenden Pflanzen von Oberlippen, Beinen, der Bikini-Gegend und den überall in der Wohnung herumstehenden bewachsenen Steinen entfernen. Schmerzlos und elektronisch. Die Benutzung ist amüsant, sobald Sie sich daran gewöhnt haben. Brennt Hauptschlagadern sofort aus. 32 Volt Trockenbatterie nicht inbegriffen. 32 Backerzeugs im Spiralarm nicht erhältlich. Top-Mulcher Rezeptstrahler. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Der Botschafter von Kerona kommt zum Nachtessen. Und alles, was Sie haben, ist eine Büchse kondensierter Orat-Schleimsuppe und eine Tüte Nanowaffeln. Sie drücken nur einige Tasten auf Ihren Rezeptstrahler und augenblicklich wird das richtige Rezept von unseren Rezeptsatelliten zurückgeschickt. Mehr als 18 Trillionen Rezepte, die im ganzen Universum gesammelt wurden, machen Ihre Planung einfacher. 455 Backer zu jetzt geschätztes Strahldatum November 2803. Der Hyperendpunkter. Wenn Ihr Sprössling auf den Weg ist, einer dieser durchschnittlichen Hyperpunks zu werden, brauchen Sie den topmodischen Hyperendpunkter. Während Ihr Kind schläft, werden alle Schwarzmarktimplantate mit gesundem Gewebe ersetzt und alle schlechten antiproduktiven Gewohnheiten entfernt. Zurück bleibt ein frisches, sauberes Aussehen. Das Gerät kann motorische Störungen und Gedächtnisverlust verursachen. Das ist aber sicherlich ein kleiner Preis für all seine Vorteile. Batteriebetrieben, 500 Barkazoids und wird momentan vom TÜV untersucht. Okay, dann noch die letzte. Technotots Spielwarenabteilung. Der Amatroid 2500. Die Fernsteuerung für jedes Alter, denn der Amatroid 2500 ist ein mobiler Roboterarm, der folgenden Tätigkeiten ausführen kann. Wirbeln, drehen, leichte Gegenstände aufheben, fliegen, die Perücken entfernen, kleine Säugetiere ausweiden und die Ausführung von Präzisionsoperationen. Unterstützt wird die Hand-Augen-Koordination. Elementarphysik und Selbstbeherrschung. 35 Bokazoids ausverkauft. Yo-Botta, der Rambo-Roboter. Dem Yo-Botta zu Hause zu haben, heißt einen extra speziellen Spielgefährten zu haben. Er ist bis zu den Zähnen mit Raketenrohren, Laserpistolen und nicht zuletzt einen authentischen und natürlich scharfen nuklearen Gefechtskopf bewaffnet. Wow. Lichtempfindliche Sensoren verhindern, dass Yo-Botta in Wände fährt oder von Tischen fällt. Zum Schluss das Beste, er beantwortet jeden Befehl mit einem unterwürfigen "Hier, verstanden." 69 Backerzoids Produktion eingestellt. Warum wohl? Real Rustic Wetterradio. Stunden voller Glückseligkeit. Sieht wie ein Würfel mit Antenne aus. Drücken Sie die Taste, kriegen Sie einen Stromschlag. Wenn Sie herausfinden können, ob es sich wirklich um ein Radio handelt oder doch um etwas anderes, sind Sie klüger als wir. Benötigt eine 9-Volt-Batterie, ermöglicht den Empfang von Radiostationen, deren Wiedergabe mit extra Geräuschen angereichert ist. 20 Backerzowitz. Wegen Produktionsrückstand ist dieser Artikel noch nicht erhältlich. Real Rustic Universal Fernsteuerung. Kontrollieren Sie das ganze Universum mit einer Fernsteuerung. Öffnen Sie Garagentore auf anderen Planeten. Stellen Sie wichtige Lebenserhaltungssysteme auf vorbeifliegenden Raumschiffen ab. Terrorisieren Sie primitive Kulturen, Reichweite 1000 Lichtjahre. Innerhalb von Gebäuden etwas weniger. Benötigt eine AAA-Batterie, nicht inbegriffen. 1500 Backerzowitz ausverkauft. Schade, das hätte ich jetzt gern geholt. Ich würde sagen, ja. Das wirklich Interessanteste, danke für Ihren Einkauf. Das wirklich Interessanteste war, glaube ich, dieser Adapter. Aber da brauchen wir Geld. Wir haben nämlich nur simple 59 und diese Karte, wo wir nicht rankommen. Und da brauchen wir wahrscheinlich eine, müssen wir aussehen wie sie.
Ich meine, ich weiß ja, dass wir das auf jeden Fall machen müssen. Ich hab's ja schon mal gespielt. Hey. Das ist Monolith Burger, die einzige Fastfood-Kette, die den gemeinen Krieg des Essens überstanden hat. Krieg des Essens. Okay. Kein Space Quest ohne Monolith Burger. Kein Hemd, keine Schuhe, keine Bedienung. Okay. Wir kommen so nicht rein, so angezogen wie wir sind. Was passiert, wenn wir nochmal reingehen? Ja, selber. Okay, da kommen wir noch nicht rein. Ja, ich sag doch, es wird noch Probleme haben, so wie wir angezogen sind. Naja. Autsch, tat das nicht weh? Auf dem Stift steht Big and Tall. Entschuldigen Sie mich, mein Herr, Sie scheinen meine Hilfe zu benötigen. Es sieht aus wie ein Schlüpfer für Schlangen. Dieser Anzug ist eine Ersatzschale für einen exoskeletalen Wanderer. Schau mal auf die Schuhe. Es sieht wie ein Druckanzug für irgendetwas mit Oberkörperanbauten. Etwas, das du noch nie gesehen hast. Die Regale mit den Sonderangeboten sind völlig wunderschöner Dinge, die niemand haben will. Dieser gut ausgezogene Außerirdische will in seinem hübschen Assemble ausgesehen werden. Ein perfektes Abendkleid für den Besuch des Solarballetts. Es sieht aus, als ob er für zeremonielle Anlässe gebraucht wird, okay. Und das ist dein freundlicher Verkaufsroboter. Er ist automatisiert und wird mitsamt seiner Benehmensregeln ausgeliefert. Es tut mir leid, ich habe meine Schuhe und meine Hosenbeine in einen tödlichen Kampf mit einer Seeschnecke verloren. Ich habe nur dank meiner intelligenten Gedanken und meiner, Intelligenz gewonnen. Verstehe. Nun, gut, lassen Sie mich Maß nehmen. Wir Leute wie Sie haben ja genau das Richtige. Ich nehme an, Sie suchen etwas in Richtung gewöhnlicher Weltraumheldenanzug. Diese hier werden passen. Probieren Sie doch die Anzüge hier in unserem Umkleideraum. Du wechselst deine Kleider und natürlich auch deinen Tascheninhalt. Du weißt nie, wann du etwas brauchen kannst. Du trittst wie neu aus der Umkleidekabine. Das wären dann 20 Bakazoids, bitte. Ah, okay. Ich dachte, wir kriegen was anderes. Ja, egal. Danke vielmals, dass Sie bei uns eingekauft haben, mein Herr. Beehren Sie uns bald wieder. So. Jetzt kommen wir auch ins Monolith Burger rein. Also, wir sollten auf jeden Fall jetzt wieder reinkommen. Schauen wir uns aber noch an, ob es noch irgendwas anderes hier gibt, oder? Arcade. Eine Spielhölle. Ihr Name ist Bakazoid Bills Spielsalon und... Was? Sushi-Bar? Tatsächlich. Und Sushi-Bar. Beim Betrachten dieses Jungen fallen dir all die guten Dinge aus deiner Jugend wieder ein. Wie wenig wusstest du doch damals, als du stundenlang Blazing Paddles in Vorbereitung deiner Weltraumheldenkarriere gespielt hast. Ja, das ist überall dasselbe anscheinend. Beim Rundblick in der Spielhölle entdeckst du hocherfreut einige deiner alten Lieblingsspiele. Monaco Princess Stunt Driving, Chuck and Break, Ghetto Blaster und Web Hunter. Die Luft ist Rauch und Schweiß und Ozon geschwängert und erinnert dich an dein Lieblingsrasierwasser, Programmiererdüfte. Es handelt sich hier um eine Kunstform mit Video. Es sieht aus wie eine Pizza im Flug.
Es handelt sich um eine Kunstform mit Video. Es sieht aus wie eine computergesteuerte Fraktalsimulation einer Waschmaschine. Die Wechselmaschine sieht nach einer Zeitmaschine ähnlicher als eine Zeitmaschine für Wechselgeld. Was auch immer. Du siehst einen Abfalleimer und sofort folgt dein Körper einen Impuls. Nein, eher eine Instinkthandlung. Nein, eher all deiner Körperfasern ein Verlangen, den Eimer sofort zu entleeren. Im Moment aber bist du viel zu beschäftigt, um dich um solche Dinge zu kümmern. Bleibe deinen innersten Hauswärtsgefühlen gegenüber hat und sammle jetzt nicht jetzt wichtigeren Abfall zusammen als den hier liegenden. Sich mit einem Kind zu unterhalten, das gerade mit einem Arkadenspiel beschäftigt ist, bringt ungefähr gleich viel, wie gegen eine Wand zu sprechen. Gib's auf. Okay, da hinten haben wir einen Automat und da haben wir einen Automat. Das können wir mal probieren, aber nicht mehr in dieser Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.